Hallo zusammen, nach langer Zeit endlich mal wieder eine Review. Nein, später, aber zumindest erstmal ein Unboxing auf meinem Kanal. Lange Zeit hatte ich einfach keine Lust, was zu machen. Ich hoffe aber, dass mit den neuen Sachen, die jetzt so rauskommen, ich wieder Laune habe, euch auch ein bisschen was zu zeigen und auch zu erzählen und nicht nur im Flug zu zeigen, wie ich es in letzter Zeit getan habe. Heute was ganz Besonderes, kam letzte Woche per Newsletter in der Ankündigung bei Hobby King raus. Ich fand das so geil, dass ich es direkt bestellt habe und heute schon da. Das ist, falls ihr das irgendwann in den Jahren guckt, Ende Mai 2019. Und was habe ich hier? Das ist ein sogenannter Paramotor. Das ist ein, ja, man kann sagen, ein Gleitschirm und unten drunter ist eine Gondel dran, wo ein Motor sich dreht und das ganze Ding fliegt. Im besten Fall ist das sogar sehr smooth, sehr im Vergleich zu einem Wing oder einem Racer langsam auch, allerdings halt sehr entspannt und ich sag mal, vor allem auch als Line of Sight Teil für den Sommer, laue Winter, Sommerabende, bei ruhigem Wind kann man das super fliegen. Ich glaube aber auch ein bisschen Wind ist auch okay. Und mit Sicherheit kann man da auch noch mal eine GoPro draufpacken oder auch ein FPV-Setup. Ich bin am Überlegen, ob ich mir da so eine FPV-Cam-Gimbal draufbaue. Also ganz viele Möglichkeiten, weil das Gute an dem Teil ist, man kann bis zu 2 Kilo draufpacken und das allein mit dem Akku schafft man gerade mal 1600, 1700. Bei 2 Kilo fliegt das Ding noch richtig gut. Also von daher, man kann sich richtig was einfallen lassen. Ich werde also im ersten Schritt jetzt in dieser Serie heute mal euch zeigen, was alles drin ist in dem Paket. Dann werde ich ein weiteres Video machen, wo das Ganze eingestellt wird, ein paar Tipps geben. Es gibt übrigens eine super Videoserie von RCR Adventures. Der hat das Ding mit Hobby King zusammen entwickelt. Allerdings auf Englisch. Ich versuche euch zumindest in kurzer Form alles das in Deutsch wiederzugeben, was dort gemacht wird. Und vielleicht hilft das dem einen oder anderen, die Hürde zu überwinden, die er vielleicht dann bei englischen Videos hat mit den Erklärungen. Die sind aber trotzdem super. Verlinke ich auch nochmal bei mir. Und hoffentlich fliegt dann das Teil. Das heißt, es wird in der dritten Episode dann ein Flugvideo geben, wird ein bisschen zeigen, wie das Ding fliegt, hoffentlich. Und je nachdem, was mir so einfällt, wird es mit Sicherheit noch ein oder zwei Teile danach geben mit Add-ons, mit Tipps oder mit Upgrades zum Drucken oder per FPV oder keine Ahnung. Also lasst euch überraschen. Heute einfach erstmal das Unboxing von Hobby King. Das Teil gibt's mit 10% Coupon und aus dem EU-Warehouse und liegt, glaube ich, 130, 140 Euro so in dem Dreh. Dazu braucht ihr noch einen Akku und da ist schwerer besser. Das heißt, also ich habe hier so einen 5000 mAh Akku 3S und das ist jetzt ein relativ guter. Es wird auch noch so ein Reno-Akku empfohlen, der soll auch ganz gut sein. Hier muss ich allerdings den XT90 auf den XT60 tauschen. So, sowas braucht ihr noch dazu und dann kann es eigentlich schon losgehen, wenn ihr einen passenden Empfänger habt. Und ich werde wahrscheinlich hier diesen X8R benutzen von FlySky. Kann man einfach die zwei Servos, die das Ding hat, und der ESC mit anschließen. So, also das wird erstmal so mein initiales Setup sein. Wir gucken rein in den Karton. Ich hatte es vorhin schon mal so ein bisschen aufgeschnibbelt, damit es ein bisschen leichter fällt. So, also was haben wir da alles drin? Also ein Gleitschirm, den zeige ich euch gleich. Wir packen erstmal aus. Dann haben wir ein Fahrgestell mit zwei Moosgummireifen. Ja, wirkt relativ stabil. Dann noch mal ein Sack, in dem könnt ihr dann wunderbar den Gleitschirm transportieren. So, das scheint hier die Gondel zu sein. Jetzt brauche ich mal irgendwas zum Schnibbeln. Da haben wir was. Damit das Ganze auch mal sichtbar wird. So. Genau,
Genau, das ist hier die Gondel. Da ist schon fast alles vormontiert, also wirklich Plug and Play oder Plug and Fly, wie man so schön sagt. Dann haben wir hier noch Teile. Jetzt gucken wir mal, was da drin ist. So, das ist also der, ja, wahrscheinlich für die Anlenkung und hier nochmal Bügel hinten für den, ja, den Motorschutz im Endeffekt oder den Propellerschutz. Ein recht großer Propeller. Jetzt gucken wir mal, was das hier für einer ist. 10x4,7, also falls ihr da Ersatz braucht, kriegt man auch wunderbar im Zubehör zu kaufen. So, das ist quasi alles das, was hier drin war, schön verpackt im Karton. Den mache ich mal weg. So, und dann packen wir mal aus. Also das ist hier so ein ABS, ja, wahrscheinlich recht stabil. Propellerschutz kommt hinten um den Propeller rum, der quasi dann geschützt ist. So, dann haben wir hier nochmal ein paar Zip-Ties und zwei Metallhaken, nochmal Schrauben dabei, ein Velcro-Tape, alles wahrscheinlich zur Montage des Schirms und des Propellerschutz bzw. der Anlenkung. Jetzt gucken wir mal hier, was ist das? Das ist anscheinend sehr stabil. Sehr gut verpackt. Ja, das ist zur Montage des Propellerschutzes aus Aluminium gefertigt. Also richtig stabil das Ganze. Cool. Wird dann hier draufgesetzt an dieser Stelle. Und mit den Zip-Ties fixiert. Da zeige ich euch dann im zweiten Video, wie das Ganze dann gemacht wird. So, einmal das, das haben wir. Dann haben wir hier noch einen Beutel und das scheint mir hier die, genau, die Arme zur Lenkung. Denn so ein Gleitschirm wird im Endeffekt einfach nur über zwei Servos gelenkt oder auch gebremst. Höhe gibt man einzig allein durch Gas geben. Da muss man sich auch dran gewöhnen, wenn man vom Wing kommt. Das heißt also, ihr fliegt einfach geradeaus, ihr gebt Gas, dann wird er langsam steigen und über die Arme könnt ihr nach rechts oder nach links im Endeffekt lenken. Beziehungsweise wenn ihr beide zieht, klappt der Schirm ein und verliert quasi den Auftrieb. Also man fällt runter oder man stürzt ab, kontrolliert hoffentlich. Das ist quasi über diese zwei Servos möglich und das ist hier nochmal so ein Halter, der den Schirm halten wird. Auch hier ganz massiv aus Aluminium, also wirklich, man hört's, cool gemacht. Also kein billiges Plastikteil, sondern wirklich super stabil das Ganze. Sehr wertig. So, dann haben wir hier, die Gondel hatte ich eben schon mal gezeigt, besteht aus einem, 1400 kV Motor, recht massiv, müsste ich nochmal nachschauen, was das ist. Allerdings hier auch nochmal mit einem Adapter und hier wird quasi der Propeller drauf montiert. Zur Montage muss man wahrscheinlich hier die zwei Teile auch nochmal auseinandernehmen. Der Rumpf ist komplett aus Aluminium, also super stabil. Hier auch nochmal Moosgummi drauf. Hier kommt dann der Akku rein. Da gucken wir jetzt gleich mal, ob er auch passt. Hier nochmal mit so Gummibändern fixiert. Ja, das sieht doch super aus. Kann man hier dann drauflegen und dann einfach drüber spannen. Ja,
Also das ist schon mal ein ganz schönes Geschoss. Wie gesagt, wir kommen hier fast auf 2 Kilo dann Abfluggewicht. Sehr massive Servos, die brauchen natürlich auch Kraft für diesen großen Schirm. Ich glaube 2,40 Meter hat er dann Spannweite, also schon recht viel. Und wird halt mit dem ESC auch nochmal mit Strom versorgt. Das heißt, hier ist auch nochmal ein leistungsfähiger Back verbaut. Der ESC hat 50 Ampere und kann bis zu 6S ab. Ihr fragt vielleicht, lohnt es sich das Ganze auf 4S hochzurüsten? Leider nein, oder beziehungsweise Gott sei Dank, man braucht es nicht, denn bei diesem Paramotor ist es so, ab einer gewissen Leistung, die der Propeller bringt oder sowas, bringt mehr Leistung absolut gar nichts mehr. Das heißt also, das Einzige ist, dass die Gondel nach oben wippt, aber man fliegt nicht schneller. Es gibt quasi so einen Todpunkt, ab dem wird das Ganze physikalisch gebremst, und das heißt, mehr Leistung bringt an dieser Stelle nichts. Deswegen, dieses Setup mit 3S ist absolut in Ordnung. So, das heißt, hier haben wir unsere Gondel. Da wird nochmal dann das Fahrwerk hier dran montiert. Das macht man dann hier nochmal, indem man die Schrauben löst. Hier auch hier mit den Konnektoren. Die Drehrichtung stimmt hoffentlich. Das wird man aber dann nochmal testen. Ansonsten kann man hier einfach 2 Kabel tauschen und dann passt das auch mit der Drehrichtung. So, das ist hier quasi die Gondel. Vorne auch nochmal ein dickes Rad. Ich weiß gar nicht, bis jetzt habe ich es noch nicht gesehen. Man wirft ihn, beziehungsweise man startet ihn aus der Hand. Ob er vom Boden aus startet, habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Mit Sicherheit werde ich das mal probieren, wenn mir irgendwo eine Piste in Sicht kommt. Ansonsten ist das Coole an dem Teil, ihr braucht fast keinen Platz zum Starten oder zum Landen. Da ist wirklich wie so ein Fallschirm, wie so ein Fallschirmspringer zu starten und zu landen ist. Einfach nur ein bisschen eine sanfte Brise ist in Ordnung. Bei Sturm wird es dann wahrscheinlich schwierig, auch mit dem Schirm hinten ran. So, hier haben wir nochmal einen Beutel. Ganz cool gemacht, damit man ihn auch schön verpacken kann, wenn der Schirm hinten dran ist. Das ist natürlich mit den ganzen Schnüren, ist das natürlich eine Herausforderung. Kann man dann schön reinpacken, kann man hier zuschnüren und dann gegebenenfalls am Schutz hier mit montieren, beziehungsweise festmachen. Und dann zeige ich euch jetzt noch im letzten Schritt hier wunderbar den coolen Schirm in blau, weiß, türkis. Ganz viele Farben, so, und ich hoffe mal, ich verkürze mich nicht gleich. Ein Riesenschirm aus Single Skin nennt sich das, glaube ich, die Form. Es gibt eine Vorderseite und eine Rückseite im Endeffekt. Ähnlich wie beim Flugzeug wird der Auftrieb dadurch generiert, dass quasi die Luft oben rüber strömt und das langsamer ist als unten. Und entsprechend dadurch der Auftrieb generiert wird. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Mist erzählt. So, das Ganze reißfest. Also ich denke mal, das kommt man aus dem Kitesport, kommt das Ganze. Hier sieht man auch nochmal mit Kunststoff verstärkt das Ganze. Richtig cool. Genau. Hier ist dann wichtig, es gibt hier sogenannte Bremsleinen. Auf jeder Seite. Und das sind die zum Steuern, die an die Servoarme rangeknotet werden. Das zeige ich dann im zweiten Video. Und entsprechend auf die richtige Länge fixiert werden müssen. So, das ist im Endeffekt alles das, was hier dabei ist. Und wie gesagt, ihr braucht letzten Endes nur einen Empfänger für eure Fernsteuerung. Ich empfehle euch eine FlySky Funke, weil man entsprechend dort die Mixer, die man notwendigerweise braucht für so einen Paramotor, einstellen kann. Es gibt, das verlinke ich euch, auch ein elektronisches Bauteil, mit dem die zwei Servos automatisch gemischt werden, und damit müsst ihr keine Mischer einstellen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine recht einfache Funke habt, wie so eine FlySky i6a zum Beispiel oder eine X-Lite, wobei da geht es wahrscheinlich auch mit den Mischern, allerdings alles recht komplex mit den Mischern einzustellen, wenn man das noch nie gemacht hat,
Von daher, das Teil kostet 20 Euro, gibt es hier in der EU, verlinke ich. Ist vielleicht die einfachste Lösung, um die Steuerung so leicht wie möglich zu machen, falls ihr euch das Teil kaufen wollt. So, bis dahin. Ich freue mich auf den zweiten Teil. Da werden wir das ganze Ding zusammenbauen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr freut euch, dass ich mal wieder was mache. Wenn ihr Fragen habt, beantworte ich das gerne. Schreibt mir einfach in die Kommentare. Bis dahin, tschüss.